eine Nebeninformation, die aber unheimlich wichtig ist, die Lahnwinzer. Ja, das kleine Seitental Lahn gehört auch fest zu unserem Anbaugebiet dazu. Das hat vielleicht der ein oder andere bis heute gar nicht richtig gewusst, aber ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dies gerade zu betonen, dass die Lahnwinzerinnen und Winzer ja auch ein großer, ja, Bestandteil unseres kleinen, aber feinen Anbaugebietes sind. Jetzt haben wir den Riesling ja schon mal angesprochen. Welche Rebsorten gibt es denn bei uns noch so? Ja, natürlich der Müller-Thurgau, der Kärntner, aber auch die Burgunderfamilie ist bei uns in unserem Anbaugebiet sehr bekannt. Ja, im Thema Rotwein können wir vor allem mit unserem Spätburgunder überzeugen. Da werden wir ja später auch noch ein Rosé probieren. Also die Vielfalt ist auf jeden Fall da. Und ja, ich hoffe, Sie nehmen einiges aus unserer kleinen Weinprobe heute Abend mit. Zusammengefasst sage ich auch immer wieder gerne, wir sind klein, aber durchaus fein. Wir haben eine große Vielfalt an Böden, die unsere Weine ja mit einem ganz einzigartigen Charakter ausstatten. Aber auch die Qualität unserer Weine kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ist geprägt durch die liebevolle Handarbeit der Winzer und natürlich die Handschrift des Winzers, die ja unsere Weine zu dem machen, was sie auch schließlich sind, nämlich Weine voller Leidenschaft zum Beruf und voller Leidenschaft zur Region. Ein Tropfen Mitte rein also. Und von diesem Tropfen werden wir heute Abend ganz, ganz viel probieren. Ich möchte Sie jetzt auch gar nicht länger auf die Probe stellen und auf dem Trockenen sitzen lassen, wortwörtlich. Ich würde jetzt einfach mal unsere Winzer zu mir bitten. Während Sie sich hier auf den Weg zu mir machen, sage ich vielleicht noch die ein oder andere Information. Also nach den Proben können Sie gerne Fragen stellen, nur wir haben Sie alle stumm geschaltet, deshalb können wir Sie nicht verstehen. Sie dürfen aber schlürfen, das können wir auch nicht hören. Also es hat auch so seine Vorteile. Ja, aber wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne einfach in unseren Chatverlauf mit reinschreiben und wir werden Sie dann nach den Proben ja beantworten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ja, gebe dann mein Mikrofon an die liebe Anne weiter. Ja, ganz herzlichen Dank, Marie. Eine super Einführung. Ich finde, es ist auch immer sehr wichtig, dass Sie alle wissen, ja, wo wir denn hier gerade auch sind, weil es sind ja durchaus vielleicht auch Kunden dabei heute oder Gäste, die den Mittelrhein noch gar nicht kennen. Und ja, dass wir so klein sind und man uns oft manchmal noch gar nicht gehört hat als Begriff, finde ich dann schon gut, dass man das mal so erwähnt hat. Und heute möchten wir dafür sorgen, dass Sie danach ganz genau wissen, was Mittelrhein ist, was das bedeutet und wie gut die Weine sind. Und ich würde sagen, Sie schenken sich jetzt schon mal was ein, den ersten Wein. Marie kann ja vielleicht für mich jetzt einschenken, das kriege ich mit Mikro nicht hin. Und dann sage ich noch kurz, ja, erkläre noch ein bisschen was. Wir zeigen auch ein paar Bilder, auch die anderen haben was dabei. Und genau, als erstes dürfen Sie den Riesling Kabinett Trocken, also Bacheracher Kloster Fürstenthal, ist die Lage aus dem Weingut Dr. Kauer eben, ja, sich einschenken. Ja, Weingut Dr. Kauer, das bin ich und mein Papa. Mein Papa ist der Doktor des Weingut Dr. Kauers. Und wir führen den Betrieb seit letztem Jahr zusammen und ich bin eben mit eingestiegen. Jetzt würde ich mal in die Präsentation wechseln, wenn ich das mit der Technik, weil ich steige direkt mal ein und erzähle Ihnen noch ein bisschen was, bevor wir auch gleich was zum Wein sagen. Genau, hier sehen Sie meinen Vater und mich zusammen in einer wunderschönen Lage direkt in Bacharach am Rhein, wo wir eben unsere Weinberge überwiegend haben. Der Betrieb ist noch sehr jung, also wir sind erst seit 1982 im Weinbau tätig, beziehungsweise meine Eltern und ja, dadurch quasi fast noch Newcomer am Mittelrhein und haben Weinberge. Oh, jetzt ist er aber weit gesprungen. Moment, ich habe nur einmal gedrückt. Ich möchte auf das zweite Bild, bitte. Genau. Und hier sehen Sie einmal unsere Familie. Eben meine Eltern haben es gegründet. Ich bin eingestiegen. Meine Schwester hat mit dem Ganzen ja nicht so viel zu tun, hat sich nicht so dem Thema Wein verschrieben, aber ist nicht so schlimm. Und wir sitzen eben hier in dem Gebäude in Bacharach, in einer ehemaligen Weinkellerei, die wir 1996 ja erwerben konnten. Und vorher war es tatsächlich so, dass meine Eltern so ein Kellerhopping gemacht haben. Also die hatten bei Kollegen in Bacharach hier und da haben sie gekeltert, in dem anderen haben sie den Fass stehen gehabt, in dem anderen hatten sie die Flaschen abgefüllt. Und ja, erst 96 kam es dann so weit, dass wirklich der Betrieb in dem Sinne gegründet wurde, dass er auch ein Gebäude, ein eigenes hat, einen eigenen Keller. Da können wir auch aufs nächste Bild gehen. Da haben sie hier unseren Kreuzgewölbekeller, der direkt unter dem Haus ist, eben links mit oder zur Hälfte bestückt mit den
klassischen Holzfässern, also große Fuderfässer in der Regel, die aber ja 40, 50, das älteste ist sogar 60 Jahre alt sind. Absolut geschmacksneutral. Und auch dieser Wein, den Sie jetzt haben, der lag tatsächlich in so einem Holzfass. Deswegen sage ich jetzt mal, stoßen Sie ruhig schon mal an und probieren Sie schon mal einen Schluck, während ich noch ein bisschen erzähle. Aber wir haben eben auch aufgrund unserer Betriebsgröße und der vielen verteilten Weinberge auch noch Edelstahlfässer oder Tanks im Keller, weil einfach die Menge nicht immer da ist, um so ein Fass zu füllen. Wer das weiß, sobald ein Wein gegoren hat und fertig mit der Gärung ist, sollte ein Fass dann eben voll, spundvoll ja, lagern, bevor er abgefüllt wird. Und da haben wir nicht immer unbedingt die Menge da hinten dran, um so ein Fass voll zu bekommen. Deswegen brauchen wir noch diese Edelstahltanks. Da ist man etwas flexibler in der Menge. Genau, dann nochmal bitte aufs nächste Bild. Hier sehen wir dann eben Bacherach, der Heimatort des Betriebs. Großteil der Weinberge liegt auch hier und eben genau hier liegt auch das Bacheracher Kloster Fürstenthal, wo eben dieser Kabinett herstammt. In dem Fall hier sehen Sie jetzt die Burg Stahleck, die da thront über Bacherach und eben südlich davon alle Weinberge, die südlich von der Burg Stahleck sind, bis Oberdiebach, wer das nächste Tal kennt, bis Oberdiebach, Rheindiebach, das nächste Tal, die gehören zur Lage Kloster Fürstenthal. Und da haben wir eben jetzt auch diesen Kabinett her. Genau. Dann, was noch zu uns zu sagen gibt, das ist jetzt so viel, bevor wir richtig über den Wein reden, aber wir sind einer der wenigen Biobetriebe am Mittelrhein, gibt es nicht allzu viele, ist aber auch ein bisschen verrückt, weil, wie die Marie schon gesagt hat, wir sind ja ein Anbaugebiet mit einem großen Schwerpunkt auf Steillagen. Über 70% sind es, glaube ich, die hier wirklich im Steilen sind. Und wenn man dann auch noch Bio macht, das nochmal einen gewissen Arbeitsaufwand mehr mit sich bringt, dann hat man ja quasi doppelt, nee, ich muss jetzt ein positives Wort finden, hat man doppelt gelitten. meine Eltern haben das damals gestartet, waren natürlich auch sehr klein, mit so einem halben Hektar kann man das auch mal ausprobieren und machen und sich dann langsam steigern. Und daher sind wir eben hier einmal EU-zertifiziert natürlich, das sind im Prinzip alle Biobetriebe auf der Basis und dann sind wir noch Mitglied beim Bundesverband von Ecowin. Ja, dann zur nächsten Folie. Was macht den Bio-Weinanbau aus? Das muss ich aber sagen, macht auch den Anbau hier am Mittelrhein grundsätzlich aus. Auch die anderen Kollegen pflegen durchaus sehr stark den Boden. Sie können sich vorstellen, hier der Schiefer ist sehr steinig. Unsere Böden sind sehr steinig eben. Der Feinerdeanteil ist relativ gering und wir haben nicht so eine opulente Nährstoffreichtum im Boden. Das heißt, wir arbeiten alle sehr viel mit Begrünungen. Winterbegrünung sieht man hier, also die Rebe ist noch nicht viel gewachsen, ist allerdings auch ein Jungfeld und arbeiten eben mit Begrünungen, um Nährstoffe in den Boden zu bringen und auch eben, Wasser ist auch ein Thema, also wenn wir das jetzt abmulchen oder mähen und das Ganze dann als Abdeckung im Weinberg bleibt, dann haben wir auch einen gewissen Wasseranteil natürlich, der nicht verdampfen kann oder verdunsten, das hilft dann durchaus auch. Das ist das eine. Ich kann noch eine Folie weitergehen. Das andere ist die Begrünung unter dem Stock. Die ist für uns im Bio-Weinbau super wichtig. Wir haben hier auf dem linken Bild sieht man Sedum. Also das kennt man so. Hauswurz ist auch so was in diese Reihe der Teppich-Sedum und so gehört. Diese flach wachsenden, wenig Wasser brauchenden Begrünungen. Da sind wir immer froh, wenn die von alleine so ein bisschen kommen und sich verbreitern, weil man muss sich vorstellen, wenn jetzt natürlich hier Gras wächst und verschiedenes Beikraut, wie man so schön sagt, das möchten wir nicht in der Traubenzone haben, da würden die Trauben zu schnell krank werden und deswegen sind wir immer im Bioanbau sehr froh, wenn wir solche Begrünungen durchgesetzt bekommen und die gut wachsen und auf der rechten Seite sehen Sie so ein Bild von dem grünen oder von dem kleinen Habichtskraut, auch eine feine Sache. Das setzen wir sogar extra in die Weinberge zwischen die Stöcke, dass das dann so wie so ein Teppich wuchert und dann kommen da gar nichts mehr durch, keine Gräser mehr, aber auch keine Brombeeren. Und es ist eine feine Sache, die wir im Bio-Weinbau eben ganz explizit natürlich fördern möchten und auch im Anbau pflegen. Genau, Stefan, du darfst noch eins weiter. Und dann haben wir aber das andere Thema, das möchte ich auch kurz noch erklären, bevor wir dann wieder live gehen und auch wirklich mal was zum Wein sagen.
wir haben auf unserem Etikett auch, haben Sie vielleicht gesehen, einen Lochstein. Denn dieses Beikraut, Unkraut, wie man auch immer will, was da zwischen den Stöcken wächst, das sollte irgendwie auch mal weg, wenn es denn zu hoch wächst. Und da gehen wir bei uns im Betrieb tatsächlich noch mit so einer Hacke, wie man das hier im Bild sieht, raus in die Weinberge. Nicht jedes Jahr, aber in einem regelmäßigen Turnus und entfernen eben auch wirklich auf die Wurzel runter alles, was da so wächst, in diesem Unterstockbereich, also nicht in der Zeile. Dafür gibt es mittlerweile Maschinen. Und ja, und dadurch entstehen hier am südlichen Mittelrhein, wo der Schiefer sehr, sehr mürbe ist und sehr weich, entstehen eben solche Löcher, wenn man Glück hat und richtig trifft im Schiefer. Und deswegen haben wir das jetzt auf unseren Etiketten auch drauf. Und ist immer eine Story wert, weil es einfach ja irgendwie ein Zeichen für Heimat ist, für ein Zeichen für den südlichen Mittelrhein und eben auch ja für Bioanbau. Genau, deswegen das hier so als meine letzte Folie. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal live und probieren mal alle zusammen den Wein und stoßen mal an. Vielleicht hätte ich es besser andersrum gemacht, aber okay, haben wir gelernt. Stoßen wir alle an. Genau. Also Sie haben jetzt ein Kabinett trocken, ein Riesling. Wir von uns im Betrieb legen sehr viel Wert auf knackige Säure. Hier ist die jetzt, finde ich, dadurch, dass es auch Jahrgang 19 ist, schon wieder schön eingebunden. Er ist jetzt schon ein Jahr auf der Flasche, beziehungsweise 1,5 Jahre. Das tut den Wein einfach sehr gut. Und er ist sehr straight, er ist sehr klar, hat so sehr viel Zitrusaromen und wenig Blumiges, sage ich jetzt immer mal. Aber das ist auch das, was wir ganz gerne mögen in unseren Rieslingen beim Weingut Dr. Kauer eben, dieses sehr schiefrige, mineralische. Ja, ich weiß nicht. Sie dürfen natürlich auch Kommentare schreiben zu den Weinen. Wir sind immer heiß auf Expertisen, die wir dann nutzen können für die nächste Weinprobe. Ich weiß nicht, ob die Kollegen noch was zu sagen haben. Wir haben gesagt, wir trinken heute Abend zusammen und probieren für Sie zusammen diesen Wein. Genau. Ja, also ich schließe mich da nur an. Diese Mineralität im Wein ist ja wirklich was ganz Besonderes, was wir hier bei uns im Anbaugebiet haben. Und gerade so der Riesling, der zeigt das eigentlich immer ganz besonders schön. Und kann ich auch nur empfehlen. Also ich finde es sehr, sehr lecker, auch jetzt 2019. Ist alles, wie du gesagt hast, so schön eingebunden, schon so ein bisschen gereifter. Wirklich ein sehr, sehr schöner, auch jetzt Terrassenwein. Vielleicht sitzen die ja noch draußen. Schön. Ja, und Sie können jetzt ruhig Fragen stellen. Trauen Sie sich ruhig. Wir versuchen es zu beantworten. Auch einfach, wie die Anne gesagt hat, vielleicht, was riechen Sie so aus dem Wein heraus? Wie schmeckt Ihnen der Wein? Einfach eine kurze Rückmeldung, da würden wir uns schon sehr freuen. Was essen Sie gerade dazu? Auch großes Thema. Ja, vielleicht auch nochmal, wir machen ja auch so gerne ein bisschen Weinwissen, vielleicht hier noch kombiniert. Was hat es mit dem Begriff Kabinett auf sich? Den gibt es nicht mehr so oft auf den Flaschen. Ich glaube, auch die Kollegen haben es jetzt gar nicht mehr. Hast du, Christos, bei dir draufstehen? Ah ja, okay, doch wieder. Weil es sind sehr viele, die es eher gar nicht drauf haben. Da geht es dann wirklich um die Lage, um die Sorte und Kabinett ist aus dem deutschen Weingesetz eben. Da gibt es ja die Qualitätspyramide und nach Güte der Trauben bei der Ernte wird eben entschieden, ob ein Wein ein Kabinett ist, eine Spätlese oder auch eine Auslese. Es fliegt hier schon alles weg. Wir sind halt outdoor und live. Und hier haben Sie jetzt ein Kabinett im Glas. Das heißt, es ist die erste Prädikatsstufe des deutschen Weingesetzes. Die Trauben sind eher noch etwas früher gelesen als bei einer Spätlese, sind trotzdem aber voll reif. Sie sind nicht angereichert mit Zucker vor der Gärung und sie sind eben ja pur geerntet, so wie sie sind. Und der Vorteil ist in dem Fall, der hat nicht so viel Alkohol. Also wir reden hier von 11,5%. Das ist ja wirklich jetzt ein Wein, den man ohne große Probleme trinken kann, auch eine Flasche und sich danach nicht so schlimm fühlt oder noch nicht so betrunken ist, sagen wir es mal so. Und das ist das Schöne, was so ein Kabinett trocken eben ausmacht, weshalb wir das auch pflegen im Betrieb und warum das auch am Mittelrhein funktioniert, ist halt total gut. Wir sind recht nördlich, wir sind nicht so heiß, die Sonne ist zwar mittlerweile auch ganz schön präsent hier, aber wir sind ja viel in den Seitentälern, da sind kühle Winde und das ist einfach sehr vorteilhaft, dass die Trauben zwar lange hängen können und auch sehr reif werden von der Aromatik, aber sie sind nicht so hoch in der Süße, im Mostgewicht und dadurch haben wir nicht so einen hohen Alkohol und das ist hoffentlich noch lange möglich, aber da müssen wir mal schauen, was der
ja, Klimawandel mit uns noch macht. Aber noch funktioniert es und sind einfach schöne Weine für einen Start in den Abend. Das sehe ich genauso. Vielleicht könnten wir das eine Thema nochmal ansprechen. Anne, wir waren ja auch letztes Jahr bei euch mit den deutschen Weinhoheiten und da waren wir auch im Keller und da haben wir was ganz Besonderes festgestellt, dieses kleine Bildchen bei euch an der Grotte. Ja, und da haben wir uns erst so ein bisschen erschrocken und haben, oh, da ist ja ein Gesicht, aber vielleicht kannst du da noch was zu erzählen. Total witzig. Jetzt habe ich gar kein Bild, wenn ich das gewusst hätte, dass du das fragst. Ja, wir haben bei uns in dem Kreuzgewölbekeller ist das Haus oder der Keller ist tatsächlich direkt an den Schieferfelsen dran gebaut worden und der Schieferfelsen mündet auch in unseren Keller rein. Der führt immer Wasser, ist immer nass, ist immer feucht. Ist jetzt für den Keller top. Und da hat ein guter Freund von uns, der war Journalist und Märchenerzähler, wie wir immer sagen, der hat eine tolle Story sich ausgedacht. Der hat gesagt, es war wirklich so, ihm ist damals, als wir eingezogen sind, in dem Keller die Buona Risa erschienen, also das ist die Göttin des guten Rieslings. Und die hängt jetzt in Form der Mona Lisa, weil die möchte sich tarnen, ja? Hängt die jetzt bei uns im Kreuzgewölbekeller hinten an der Wand. Hast schon gesehen, Story kanntest du noch nicht. Ja, und die heißt ja nämlich eigentlich gar nicht Mona Lisa. Also das war, Da Vinci hat gesagt, nein, ich nenne die Mona Lisa, weil ich möchte mich nicht als Riesling-Fan outen. Ja, aber das kann er in Italien nicht bringen. Aber in Wirklichkeit ist es die Buona Risa. Ja, und die hängt bei uns im Keller und sorgt dafür, dass wir immer guten Wein haben und dass der Wein immer gut wird. Und sie fällt auch regelmäßig ab, weil es natürlich sehr feucht ist und der Rahmen ständig abfällt aber und schimmelt. Aber es ist sehr lustig, es ist eine schöne Story, auch sehr dankbar, dass er die uns geschrieben hat. Ist leider schon verstorben mittlerweile, aber es ist immer wieder eine tolle Story. Ja, das fand mir letztes Jahr auch. Wir haben auch total viele Bilder gemacht und es ist jetzt eine große Berühmtheit bei uns. Ja, schön. Ja, so wie es aussieht, sind Sie noch wunschlos glücklich. Also keine Kommentare, weder positiv noch negativ. Soll ich uns mal einen Schirm über den Laptop stellen? Ich frage das einfach so in der großen Runde, weil es regnet tatsächlich, falls Sie das nicht sehen im Bild. Ja, bevor wir jetzt hier den guten Wein zu unserer Weinschorle machen, ja, und Wasser verdünnen, brauchen wir ihn ja nicht. Ja, aber das, genau. Ja, also wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sie gerne stellen. Und ja, ich finde den Wein für den Einstieg einfach klasse. Super. Ich weiß gar nicht, ja. Zeitlich sind wir gut. Ja. Genau. Ja, ansonsten, hätte ich jetzt gesagt, rotieren wir schon mal leicht. Ich darf den Heiko jetzt neben die Marie lassen. Ah, stimmt, genau. Wir machen jetzt noch einen kleinen Zwischenschritt. Wir blenden euch einen Film ein und da können Sie sehr gespannt sein, was da noch alles so zu sehen kommt, was Sie da zu sehen haben. Bis gleich. Wir sind wieder live. Wir sind gerade ein bisschen am Tierlenken, tatsächlich. Es hat doch stärker angefangen, als wir dachten. Ja, wenn wir das gewusst hätten, aber wir machen das Beste draus. Jetzt ziehen wir es auch durch, genau. Denke ich. Ja. So, ich habe einen neuen Winzer hier neben mir stehen, den Heiko Klein. Und der hat euch auch einen sehr leckeren Wein mitgebracht.
Genau, ich bin der Heiko Klein, hier vom Weingut Klein in Oberheimbach und freue mich natürlich auch, dass ich hier Gastgeber sein darf. Was ich auch normalerweise wäre, wenn das nicht das Weindate online wäre, sondern das eigentliche Weindate, so wie wir es ja letztes Jahr schon geplant hatten und dann hoffentlich nächstes Jahr dann durchführen können. Und gut, schauen wir mal. Wir sind gute Hoffnung. Ja, mitgebracht habe ich hier aus Oberheimbach in unseren 2019er Grauburgunder. Ist dann eine Abwechslung zu dem Riesling von eben, den man auch jetzt, ich denke, gerne schon mal einschenken kann. Und ja, im Hintergrund sieht man sogar den Weinberg, wo dieser der Wein dann gewachsen ist. Ja, so etwas in der mittleren Höhe in etwa, wenn man sich das vorstellen kann. Ja, also man guckt im Prinzip direkt hier drauf. Zum Wein an sich oder zum Weingut vielleicht zuerst mal. Wir sind im Betrieb mit jetzt knapp 4 Hektar im Ertrag, den wir im Nebenerwerb bewirtschaften und sind da auch mit Leidenschaft dabei und freuen uns immer, wenn wir mit Kollegen uns austauschen können, auch wie heute Abend, wo zusammen Wein probieren können und uns auch über die verschiedenen Techniken austauschen oder immer mal wieder was Neues lernen, wie die Buona Risa zum Beispiel. Ja. Zum Wein, das ist jetzt ein Grauburgunder aus einem relativ jungen Weinberg, gepflanzt 2012. Das ist dann der 2019er, war er dann schon ganz gut im Ertrag. Der Wein von der Nase her hat er auch eine mineralische Note und ist doch so, riecht so nach ganz reifen Birnen. Und wenn man ihn dann probiert, merkt man, dass er schon sehr viel weniger Säure hat als jetzt der Riesling, den wir vorher probiert haben. Er ist sehr cremig im Mund und das macht dann auch dann Spaß, wenn man so diese Unterschiede aus einem Weinbaugebiet dann kennenlernen kann. Aber über die verschiedenen Rebsorten bringt das dann auch schon sehr viel. Ja, dann würde ich sagen, alle mal sehr zum Wohl. Besonders hier heute. War nicht so geplant, wir hatten noch extra geguckt, oh ja, im Wetter, das klappt, da gibt es keinen Regen heute, ja, und dann war es dann halt doch so. Na gut. Ja, ich finde, er hat auch noch so ein bisschen was Nussiges. Ich musste jetzt gerade mein Glas hinstellen mit dem Schirm, ich kann jetzt gerade nicht mehr nochmal dran riechen, aber ich finde, so für einen Grauburgunder, gell? Ja, so leicht. Das ist ein bisschen, ja, dieser nussige Ton, ja, das ist ja auch so was, ja, Typisches, ja, für einen Grauburgunder, ja, eigentlich. Ja, aber auch das Fruchtige. Dann, genau, das Fruchtig und halt so dieses Cremige, das, ja, einfach viel cremiger ist. Der Riesling ist auch schön spritzig gewesen eben, ja, und so richtig knackig. Und da ist dann so schon, obwohl beide ja trocken sind. Ne? Also das eine hat mit dem anderen Nahen auch nichts zu tun. Das eine ist dann nur die Säure, die halt ein bisschen stärker hervortritt. Und hier ist es dann doch wesentlich mehr Alkohol. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Aber der hat 13 Volumenprozent. Das ist dann doch schon ein bisschen mehr als jetzt eben die 11,5. Und somit ist dann der Alkohol dann auch ein Geschmacksträger. Und das bringt ein Grauburgunder dann normalerweise auch mit sich, weil er generell von der Traube her schon etwas mehr Zucker mitbringt als jetzt eine Riesling-Traube. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wenn wir vielleicht schon mal bei der Traube sind, so eine Grauburgunder-Traube ist ja nicht so eine ganz gewöhnliche Weißweintraube. Die sieht ja immer ein bisschen anders aus, wie jetzt eine Riesling-Traube. Das stimmt, ja. Das war so, also wenn man das nicht so kennt, ja, man geht so durch die Weinberge und dann denkt man, ja, die sind alle schön reif. Also wenn die Trauben schon in der Reife sind und so schön grün, gelb werden sie dann, wenn sie reifer werden. Und beim Grauburgunder denkt man, oh Gott, was ist denn da passiert? Dann denkt man, die sind ja alle faul. Aber das ist einfach nur so eine leichte rötliche Farbe, also so ins Gräuliche rein, und das ist dann auch nicht faul, sondern der hat dann halt, ja, von sich bringt er dann halt ein bisschen Farbe mit in die Bärenhaut. Ja, also keine weiße Traube, sondern
dunkler, so lila, gräulich, wie du es gesagt hast. Ja, ja. Sehr interessant eigentlich, wenn man so, so die Traube betrachtet. Das stimmt, ja. Aber sie zählt halt zu den Weißweintrauben. Ja. Also, genau. Also unterschieden wird immer nur zwischen Rotweintrauben und Weißweintrauben. Ja. Die Traube an sich ist ja auch sehr besonders. Ist ja auch sehr engbärig, so ein Trauburgunder. Ja, das stimmt. Generell sind die Burgundersorten im Vergleich jetzt zu anderen Sorten schon sehr gepackt halt von der Traube. Was auch ein bisschen Gefahr damit sich bringt, dass sie sich, wenn sie halt zu viel Wasser aufnehmen, dass sie sich abdrücken und dann relativ schnell anfangen können zu faulen. Da muss man dann schon ein bisschen Fingerspitzengefühl im Herbst beweisen und dann sagen, jetzt ist es Zeit, der Wein ist reif genug und wir haben noch keine Fäule drin und das wollen wir eigentlich nicht. Und dann wird der Wein geerntet und dann abgepresst. Ja. Bringt also so ein gewisses Risiko auch mit, so eine Grauburgundertraube. Aber ja. Ja, mit dem Arbeiten mit der Natur oder beim Wein generell hat man halt immer das Risiko. Wie heute Abend, wir hatten ja auch nicht gedacht, dass das Risiko kommt, dass es anfängt zu regnen. Stimmt. Ja, aber das passt schon. Ja. Ja, wir hatten ja auch einmal so einen ganz warmen Jahrgang. Ich sagte, wir haben auch selbst Grauburgunder. Mhm. Und ich glaube, das war 2018. Das hat mich nämlich total interessiert und da habe ich mich jetzt schon den ganzen Tag gefreut, um dich zu fragen, wie es bei euch war. Unsere Grauburgunder Trauben, die waren sehr reif und unser Wein war auch schon fast wie so ein Rosé. War das bei euch auch so 2018? Das war bei uns auch so. Ja. Und wir haben das auch jetzt mit dem 2020er ein bisschen in dem Wein, weil die Farbstoffe, also mit der Sonne, die werden dann halt ausgeprägter. Und selbst wenn man ihn einfach ganz normal als Weißwein erntet und die Trauben wie ein Weißwein dann abkältert, kommen dann doch ein paar Farbstoffe halt in den Wein und dann kriegt er so einen Schimmer, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Was ja auch sehr schön ist. Also man kann ja auch sagen oder man muss sagen, Wein ist ja ein Naturprodukt, ändert sich von Jahr zu Jahr, von Jahrgang zu Jahrgang. Ist nicht immer gleich von Farbe und Geschmack. Genau. Generell ist das ja das Spannende am Wein trinken. Wenn ja ein Wein ausgetrunken ist, dann gibt es den ja so nie wieder. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Also der Wein ist leer und der kommt nicht mehr. Ja. Also muss man auch jeden Jahrgang eigentlich mal probieren, weil der nächste Jahrgang kommt und der Jahrgang geht. Ja, das stimmt. So, dann habt ihr noch was zu ergänzen? Wie schmeckt euch so der Wein? Auch sehr gut, oder? Genau, ich finde ihn super. Also sehr vollmundig, sehr klasse. Ich würde sogar fast vermuten, der lag im Holz. Also der hat so eine schöne Holznote eigentlich, aber die hat er selbst entwickelt. Also der Grauburgunder entwickelt das teilweise selbst. Ja, also im Holz war er jetzt nicht gelegen. Genau, genau. Aber sehr vollmundig, sehr harmonisch, also wirklich klasse. Und diese rosa Note, sage ich immer bei dem Grauburgunder, die ist wirklich, wenn er voll reif ist, wenn die Trauben voll reif werden und dann hat er so einen kleinen rosa Stich, das ist bei unserem Grauburgunder, die ist ja auch so. Und manchmal entwickelt er dann Aromen, die er auch sonst nie hat. Also da, wo er dann wirklich, wenn sie voll reif sind, hat er Aromen, die dann wirklich ganz neu sind. Und das finde ich im Grauburgunder total spannend. Auch oft so dieses Nussige dann mehr durch, wenn sie so voll reif sind. Ja. Ah, es hat aufgehört. Ja. Es war ja auch nur zum Ärgern eigentlich. Also ich finde auch, dass vor allen Dingen auch hier wieder man merkt, dass so ein Jahr länger oder Jahr älter, sage ich jetzt mal, total schön ist. Also 19 ist der ja auch hier in dem Fall, genau wie mein Riesling. Und das ist, tut den Weinen einfach so gut. Also es ist natürlich klar, dass wir jetzt alle mit dem 20er in den Startlöchern sind und teilweise sind sie halt auch aus älteren Jahrgängen ausverkauft und wir müssen auf 20 gehen. Aber wir raten es immer unseren Kunden mal wenigstens ein Jahr, wenn es geht, wenn sie sich zusammenreißen können, irgendwie zu warten. Und dann sind die so schön eingebunden, die Aromen, und die kommen einfach viel schöner durch als dieses, so ich sag mal, aufgewühlte direkt nach dem Füllen. Also das finde ich hier jetzt auch super schön. Also ganz rund, harmonisch, und können wir jetzt auch weiter trinken. Also wahrscheinlich sind... Nein, wir hören nicht auf. Wir wollen ja ganz viel probieren. Ja. So, dann würde ich auch sagen, wir gehen mal zum nächsten, zur PowerPoint haben wir auch noch, oder dann kommen wir zum Film jetzt, wieder als Übergang zum nächsten Wein, und Sie können jetzt schon mal den Riesling sich in den näheren Umkreis stellen von dem Weingut, was wir als nächstes probieren. Genau, und dann sage ich viel Spaß und bis gleich.
Wir sind wieder live und in Farbe, höre ich von den hinteren Sitzplätzen. Genau. Und ich habe eine Frage entdeckt im Chat, die lautet, die geht an dich, Anne. Wie kam dein Interesse an den Wein? Ich nehme kurz das, gehe gleich im Christus wieder zurück. Das kam einfach. Also das, ich glaube, ich kann das schwer beschreiben. Also ich habe Hotelfachfrau gelernt als erstes Mal, bevor ich in die Richtung Wein richtig rein bin. Und da kriegt man ja auch schon viel Kontakt zu Wein und zu Essen und die Kombi. Und dann habe ich mir halt gedacht, na, irgendwie wäre es schade, wenn der Betrieb von meinen Eltern, der jetzt gerade erst so gegründet wurde, quasi schon gleich wieder verkauft wird oder so irgendwann. Und habe auch doch dann Leidenschaft dafür entwickelt, tatsächlich durch die Hotelfachlehre. Und ansonsten sage ich immer ganz kitschig, wie soll man denn Liebe erklären? Ja. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier den lieben Christos neben mir und wir probieren jetzt hier den nächsten Wein und ja, dann übergebe ich mein Wort. Ja, erstmal auch schönen guten Abend von mir. Vorweg haben wir ein kleines Video gesehen, da sehen wir, wie im Steilhang mit der Maschine gearbeitet wird. Da gehen jetzt erstmal ganz liebe Grüße an den Tristan raus, der ist heute Abend auch dabei online. Und der ist hier für uns, oder der fährt für das Unternehmen Ingo Oppermann und macht hier sehr viele Maschinenarbeiten im Mittelrheintal, weil sonst wäre der ansonsten schon schwierige Steillagenweinbau noch ein bisschen schwieriger. Bevor wir, glaube ich, meine Präsentation zeigen, weil die etwas länger ist, können wir vielleicht meinen Wein einschenken, wenn das jemand von den Kollegen übernehmen kann. Ich habe auch ein Riesling mitgebracht, allerdings etwas anders ausgebaut als die Anne. Das ist halt das Schöne am Riesling, dass man den halt in verschiedenen Stilrichtungen ausbauen kann. Und das ist jetzt ein feinherber Riesling. Das heißt, da ist der Fokus nicht so sehr auf die Säure gelegt und die Mineralität, sondern eher auf die Süße und die Frucht. Das Schöne beim Riesling ist, dass er halt so eine natürliche Säure hat und dadurch halt immer so einen Gegenspieler zur Süße hat. Das heißt, süße Weine schmecken nicht wirklich direkt so pappig schwer süß, sondern das ist halt so ein bisschen
harmonisch. Also ich arbeite auch immer mit eigener Restsüße. Das heißt, während des Gärprozesses stoppe ich irgendwann die Gärung und dann bleibt halt ein gewisser Anteil an Zucker erhalten, der dann nicht in Alkohol umgewandelt wird, hat den positiven Nebeneffekt, dass die Weine auch leicht bleiben. Aber ich würde jetzt sagen, erstmal zum Wohl, wer noch... Zum Wohl. Ja, und also das ist, wie gesagt, unser Riesling Feinherb. Hat halt eine sehr schöne süße, süß-saure Note, so wie Ananas. Und hat dann halt im Geschmack, kommen dann auch noch ein bisschen mehr so exotische Fruchtaromen wie Mango. Ja, wie gesagt, bei Wein sprechen wir ja von Geschmackssache. Das ist jetzt halt etwas für die etwas Süßeren am Tisch. Ja, aber genau. Macht aber trotzdem Spaß. Ich weiß nicht, ob das von der Technik möglich wäre, jetzt die PowerPoint einzuspielen. Ah, einfach. Achso. So. Ja, also ich bin quasi noch gar nicht so existent, weil wenn die Anne gesagt hat, dass ihre Eltern erst gerade eben das Weingut gegründet haben, also ich bin dann noch in den Geburtsstunden, weil ich bin so ein kleiner Neuankömmling hier am im Mittelrheintal. Ich komme nämlich eigentlich vom Niederrhein. Das ist jetzt nicht so wirklich weit weg, aber hat sehr wenig mit Weinbau zu tun. Ich habe 2015 eine Gelegenheit gehabt, hier ein Weingut zu übernehmen. Und ja, mittlerweile haben wir fast 3 Hektar Weinbergsfläche. Alles Steil- und Steilstlage. Davon haben wir 70% Riesling, 20% Spätburgunder und 10% Kerner und Müller-Thurgau. Das ist, wie du gesagt hast, eigentlich so das Abbild des Mittelrheintals. Ja. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die nicht wirklich reingeboren sind hier, sondern ich habe mich für den Beruf aus Leidenschaft entschieden, weil ich das Winzersein halt lieben und kennengelernt habe, weil es ist halt ein sehr vielfältiger Beruf, wie man das auch heute Abend an der Probe sieht. Also wir haben mit strahlenden Sonnenschein angefangen und stehen jetzt im Regen, aber wir lassen uns dadurch natürlich nicht ablenken, weil wir das einfach gewöhnt sind. Wir haben halt immer mal gute Tage oder auch schlechte Tage. Unsere Arbeit ist immer vielfältig. Was mich halt besonders an dem Beruf gereizt hat, ist einfach, dass wir maximal 6 Wochen eine Tätigkeit machen. Dann fängt schon wieder was Neues an. Also es gibt nie Monotonie oder Stupidität, weil das wäre so für mich persönlich der berufliche Todesakt gewesen. Wenn ich am Montag schon wüsste, was ich am Freitag zu tun hätte. Also das wär sehr, sehr, sehr schlimm. Ja, also dann wollte ich dieses Jahr auch noch von einem neuen Projekt sprechen, was ich gestartet habe. Meinen sogenannten Recycling-Weinberg. Und zwar habe ich ein sehr kleines, steiles Stückchen, was sehr schwer zu mechanisieren ist. Und da habe ich mich inspirieren lassen hier von der Anne. Und zwar habe ich da eine Rebsorte gewählt, die ein Piwi ist, also eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Ja, da habe ich eine kleine Ecke Muscaris gepflanzt. Muscaris ist eine Rebsorte oder soll vom Geschmack oder hat vom Geschmack her sehr viele...
Also man, Muskat. Also du hattest mich verdeckt. Ja. Die Konstanz ist der. Ja. Ja, wie gesagt, also der Weinberg ist halt ziemlich lang und kurz und deshalb ungünstig zu mechanisieren. Und deshalb habe ich mich für eine Erziehungsform entschieden, das Trierer Rad. Das sieht man jetzt hier auf dem Foto. Das ist halt ein Stab, wo ein Plastikrad oben drauf sitzt, in dem dann später die Rebe hochwächst. Recycling Wingert deswegen, weil ich halt ein Weinberg übernommen habe, wo die Räder unten noch in der Hecke lagen. Und dann habe ich die halt benutzt. Dann habe ich noch bei einem Kollegen die passenden Stickel dazu bekommen und hatte dann halt so die Gelegenheit gut genutzt und den Weinberg gepflanzt. So, ja, hier sind noch so ein paar Bilder, wie wir das dann halt gesetzt haben. Wie gesagt, das Stück ist nicht zu groß. Zu dritt haben wir das so an einem Vormittag gesetzt bekommen. Ja, das. So. Ja, hier noch was man so bei uns sonst noch machen kann. Wir haben halt verschiedene Events oder bieten Weinwanderungen an. Junggesellenabschiede, dann haben wir Essen mit Weinbegleitung. Wer sich für uns interessiert oder gerne unsere nächsten Termine kennenlernt, das ist nämlich dieses Jahr ein bisschen schwierig, kann uns gerne auf unserer Webseite besuchen. Ja, das war so ein kleiner Rundumblick von mir. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder ich zu schnell gesprochen habe und nicht alles verstanden haben, dann dürfen Sie die gerne im Chat stellen. Genau. Ja, ich finde den Wein jetzt, also bisher alle Weine wirklich total super, top, total lecker. Und jetzt hatten wir ja schon einen anderen Riesling kennengelernt und das ist gerade wieder das, was unser Anbaugebiet so ausmacht, ja, diese Vielfalt. Wir haben jetzt einen zweiten Riesling im Glas und es ist wieder was komplett anderes. Und das finde ich einfach ganz einzigartig. Jetzt haben wir hier ja auch einen feinherben Wein. Feinherb ist ja auch immer so ein bisschen für die Kunden. Ah, was bedeutet das denn jetzt genau? Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Ja, das kann eigentlich so wirklich niemand sagen, weil sonst ist ja in Deutschland immer alles geregelt. Das Feinherb halt nicht. Also Feinherb ist eine Geschmacksbezeichnung, die wir Winzer frei wählen können. Was ich so hier am Mittelrhein festgestellt habe, ist das Feinherb eher so zwischen halbtrocken und lieblich. In anderen Anbaugebieten ist es eher zwischen trocken und halbtrocken. Also da kann der Kunde sich leider nicht dran orientieren, sondern da muss er ganz seinem Winzer vertrauen, was es sein wird. Also eine große Überraschung. Aber ich finde, bei dem Wein geht es schon eher so in die halbtrockene Richtung, oder? Also der ist eigentlich, also analytisch ist der weit über halbtrocken. Weit über halb. Oh, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Wein vor der Weinprobe schon probiert. Okay, dann probiere ich nochmal. Ja gut, die Frucht, wenn man es jetzt nochmal im Mund hat, ist halt, wie du auch schon angesprochen hattest, also wir haben hier so ein richtig schönes, harmonisches Fruchtsäurespiel. Genau, und das ist halt auch das, was die Säure puffert, die Süße so sehr, dass sie gar nicht so ins Gewicht fällt. Und das macht den Wein halt so interessant und so spannend. Und ist ja nicht nur die Süße, also die Säure macht es ja trotzdem noch so sehr erfrischend. Jetzt auch gerade für den Sommer. Genau, dass sie halt immer noch spritzig bleibt und nicht so, manchmal sind ja süße Weine eher so wie Traubensaft mit Alkohol, dass die dann halt so ein bisschen so lapsch im Mund sind, und das ist hier dank der Säure halt nicht so. Genau.
Ja, Sie haben soweit noch keine Fragen. Dürfen Sie, wie gesagt, gerne stellen, wenn Sie Fragen hier zu unserem Winzer haben, zu anderen Winzern, die vielleicht schon dran waren. Das ist alles kein Problem. Und ja, vielleicht können wir noch mal auf den Namen des Weinguts zurückkommen. Litos ist ja auch vielleicht von der Übersetzung her sehr passend. Ja, also ja, meine Familie kommt halt, oder ein Teil meiner Familie kommt halt aus Griechenland. Und mein Nachname ist halt Theodoropoulos. Das ist jetzt nicht ganz so einfach hier in der Region. Führt auch oft dann zu Verwirrung. Und deshalb war uns von Anfang an klar, dass wenn wir so ein Projekt durchziehen, dass wir uns dann immer für einen Fantasienamen entscheiden. Und hier in dem, was wir vorgefunden haben, unser Keller ist ähnlich wie bei der Anne oder bei den meisten Winzern hier halt in den Schieferfels gebaut, einfach weil die Alten schon wussten, dass es halt, wenn es feucht und kalt ist, dass das dem Wein gut tut. Und auch bei uns im Keller ragt halt so eine riesige Felsnase in den Raum, und die haben wir dann halt auch zu unserem Logo ausgewählt. Die sieht man auch schön vorne auf der Flasche. Auf Altgriechisch heißt halt Felsgestein Lithos. Kennt man vielleicht von der Lithografie. Somit haben wir uns gedacht, nennen wir uns Lithos, weil da schließt sich dann halt der Kreis. Wir haben halt felsigen Untergrund, wir haben den Fels im Keller. Und wir haben den griechischen Namen, und das ist dann wieder alles beieinander. Es kam gerade eine Frage rein, die möchte ich gerne mal stellen, von einem zitiert birkgewöhnten Norddeutschen. Die Frage ist, ob man an einem Wein den Geschmack und das Aroma, denke ich natürlich auch, durch den Anbau schon beeinflussen kann. Interessante Frage. Ja, also wenn ich die als erstes beantworten soll, vielleicht können die Kollegen mich dann gleich auch unterstützen. Also definitiv kann man die Qualität während der Anbauphase beeinflussen und auch mit der Standortwahl allein schon. Je nachdem, wo man welche Rebsorte hinpflanzt, kriegt man dann entsprechende Qualitäten. Ja, oder also was meint ihr? Wir haben gelernt im Studium, aber ich glaube, das ist auch korrekt so. Draußen im Weinberg ist es entscheidend, da wird der Wein gemacht. Also wir müssen ganz zum Teil gezielt draußen arbeiten, sei es Ertragsregulierung und so weiter. Und auch, ob man entblättert oder nicht entblättert und wann man das Laub schneidet und ob man jetzt Bodenbearbeitung macht oder nicht. Und das entscheidet, ob die Trauben ja aromatisch und gesund und gut in den Keller kommen. Und dann kann man im Keller noch ein bisschen was machen und noch feilen und den Feinschliff machen. Aber wenn schlechtes Lesegut in den Keller kommt, meiner Meinung nach kann man machen, was man will. Der Wein wird nicht gut werden oder nicht herausragend auf jeden Fall. Also draußen ist ganz entscheidend. Ja, da gibt es ja so diesen Vielleicht können das die... Oh nee, jetzt wollte ich sagen, die etwas Älteren bestätigen oder sagen, wir kriegen Quatsch gelehrt. Ja, okay, da bin ich ja der Älteste hier jetzt. Ne? Nee, das kann man schon so bestätigen, genau. Und es ist natürlich, je nachdem, jedes Jahr ist ja auch anders und jede Traube entwickelt sich anders. Also man kann das natürlich nicht so ganz genau steuern, wie der Wein nachher schmeckt. Also das geht nicht, ja. Aber man kann schon sagen, okay, durch niedrige Erträge kriegt man halt reifere Trauben, dann kriegt man mehr Aromen. Und wenn ich ganz hohe Erträge fahre, was man theoretisch dann auch kann, dann kriegt man auch sehr dünne Weine. Und das wäre im Prinzip so das Gegenteil, was wir heute Abend probieren. Also da sind wir eigentlich alle nicht dran interessiert. Ja. Und, aber man kann steuernd im Weinberg eingreifen, in dem, was man macht, und über die Menge und ja auch über verschiedene Laubarbeiten, wie letztendlich dann der Reifezustand der Trauben dann nachher ist. Ja. Möchtest du auch noch was sagen, Stefan? Oder? Alles. Der andere ältere Mann hat das gut erklärt, oder? Ja, also ich habe noch so einen Spruch vom alten Winzer, der hat
zu mir mal gesagt, aus guten Trauben schlechten Wein machen ist ziemlich einfach. Aus schlechten Trauben guten Wein, das ist sehr schwierig. Also ich glaube, das bringt dann so alles auf den Punkt. Genau. So, dann schnappe ich mir nochmal das Mikrofon. Ich habe nämlich noch eine Frage entdeckt und die lautet, geht an dich, warum ihr euch für den Muscaris entschieden habt. Ja, also der Muscaris ist halt eine Aromasorte und wir haben halt ganz am Anfang ein Cuvée gehabt aus Müller-Thurgau, Faber-Rebe und Kerner. Und da suchte ich jetzt, weil die Faber-Rebe halt einfach zu alt und zu schwach war und ausgehackt werden musste, suchte ich halt einen interessanten Partner. Und der Müller-Thurgau hat auch leichte Muskataromen und ich erhoffe mir daraus, dass die dann im Verschnitt mit dem Muscaris noch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ob das dann klappt, werden wir so in 4-5 Jahren dann erleben. Können wir dann nochmal eine Weinprobe machen. Genau, genau. Wenn wir vielleicht so beim Entscheiden sind, ich hatte mal bei euch auf der Seite geguckt, du hast ja deine Winzerlehre in Rheinhessen gemacht. Genau. Und danach dann auch noch Erfahrungen in anderen Anbaugebieten gemacht. Ja. Ja. Warum habt ihr euch fürs Mittelrheintal entschieden? Weil das einfach gepasst hat. Also wir haben halt längere Zeit nach dem Weingut gesucht. Da sind wir ganz strategisch vorgegangen und haben einfach gesagt, meine Frau, die ist halt festangestellt in Simmern und haben Simmern als Zentrum gesetzt und einen Kreis drumherum gezogen von 50 Kilometer Entfernung. Und da landet man in 3 Anbaugebieten. Das ist die Mosel, die Nahe und der Mittelrhein. Und hier im Mittelrhein hat es dann einfach für uns persönlich am besten gepasst, weil wir haben nach was Kleinem, Feinem gesucht, wo wir halt Qualitätsweinbau machen können, nach etwas, was vielleicht nicht direkt so an einer Durchgangsstraße ist, weil wir halt auch selten zu Hause sind. Und da bietet sich das halt an, wenn man nicht an der Hauptstraße ist, wo dann jeder vorbeifährt und 10-mal klingelt und keinen erreicht, weil dann macht schnell die Runde, dass man nicht verkaufen möchte. Und das ist, glaube ich, so das Schlechteste, was einem passieren kann. Ja, genau. Ja. Und so sind wir dann an Mittelrhein gekommen und sind hier auch ganz herzlich aufgenommen worden und von allen anderen Kollegen und fühlen uns auch sehr wohl hier. Also indirekte Liebe auf den ersten Blick. Genau, mit dem zweiten Auge. Das trifft es doch super. Ja. Ich glaube, wir lassen den Schirm noch mal ein bisschen über uns. Bisher sind noch keine neuen Fragen dazugekommen, aber sehr interessante Geschichte. Danke. Mich auch sehr interessiert. Ja, zum Wein haben wir jetzt auch schon einiges gesagt. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Auch alles super? Perfekt. Vielleicht können wir uns ja noch mal so ein bisschen über die Winzerarbeit unterhalten, was momentan so ansteht im Weinberg, weil da geht ja ganz schön die Post ab, wenn man so sagen kann. Ja, also momentan brennt es, glaube ich, an jeder Ecke. Das können hier die Kollegen sicher bestätigen. Aufgrund der Wetterbedingungen ist natürlich der Pflanzenschutz momentan ein ganz großer Schwerpunkt, weil dieses Wetter, das lieben natürlich alle Pilzkrankheiten. Und da muss man halt sehr auf der Hut sein, wenn man überhaupt was ernten möchte. Und ansonsten sind halt, also sage ich mal, die Standardarbeiten, die jetzt dran sind, das ist halt das Heften oder Aufbinden. Das heißt, wir haben ja hier überall größtenteils Drahtrahmenerziehung im Spalier. Und der Drahtrahmen ist halt die Stütze für die Pflanze. Und damit man die noch mal ein bisschen mehr unterstützt, zeigt man den Trieben auch, wo die sich im Drahtrahmen festhalten sollen. Und deshalb entweder heftet man mit 2 Drahtpaaren klammert man so die grünen Triebe ein oder man flechtet die halt durch mehrere festgespannte Drähte durch.
Das führt dann zu einem aufrechten Aufwuchs. Die Pflanzenschutzmittel kommen dahin, wo sie hin sollten. Man kann dann schön die Traubenzone freistellen, damit die Trauben halt ordentlich belüftet werden, dass sich keine Staunässe um die Trauben bildet. Und dann ist auch bald schon das Gipfeln dran, beziehungsweise hinter uns in den Weinbergen hat man schon gesehen, der eine oder andere Kollege hat schon angefangen. Das ist die Tätigkeit auch, die wir gerade in dem Video gesehen haben, was der Tristan gemacht hat. Das ist halt im Prinzip, wird mit einem Laubschneider gemacht. Das ist so wie eine sehr große Heckenschere. Und da werden dir einfach die Triebspitzen abgeschnitten, um halt das Längenwachstum der Pflanze einzuschränken. Dann bekommt die auch so ein Signal nach oben, brauche ich jetzt erstmal nicht wachsen, da ist irgendwie was abgebrochen. Also stecke ich meine Kraft in die Traube, dass die Trauben halt sich schön entwickeln. Und dann fängt im nächsten Schritt dann das Dickenwachstum an. Das heißt, die Pflanze stellt sich dann auf die Winterruhe ein, indem sie langsam verholzt. Auch sehr interessant und mit sehr viel Arbeit und Handarbeit verbunden. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt schon mal bei der Weinbergsarbeit sind, es wird ja immer wärmer, auch bei uns im Sommer. Wie geht ihr mit dem Klimawandel um? Habt ihr da irgendwelche Alternativen schon überlegt? Oder? Also wir sind jetzt noch ein bisschen geschont, aber in den nächsten 20 bis 30 Jahren sind wir wahrscheinlich auch hier im Mittelrheintal davon schwerst betroffen. Unsere Lagen, die liegen halt im Seitental. Wir liegen so auf 260 Meter Höhe im Durchschnitt mit unseren Weinbergen. Da geht es noch. Allerdings gibt es eigentlich perspektivisch, was wir auch so unter Kollegen immer mal wieder diskutieren, ist entweder, dass man halt noch weiter in die Täler raufgeht oder halt dann Rebsorten wechseln muss. Also dass man dann halt mehr Richtung rote Trauben geht oder eventuell andere Rebsorten aus dem Süden. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel halt auch Grauburgunder oder Weißburgunder. Ja, und die Piwi-Rebsorten, haben wir jetzt auch schon was drüber gehört, spielen ja auch eine große Rolle. Ja, also wie gesagt, von den meisten hat man ja noch keine langfristige Erfahrung. Also im Weinbau denkt man ja in sehr langen Zeiträumen. Und es gibt schon länger Piwis auf dem Markt. Es hat sich auch die eine oder andere Rebsorte etabliert. Aber welche dann irgendwann das Rennen macht, das steht halt auch noch in den Sternen. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Da können wir uns also nur überraschen lassen und hoffen, dass unser schöner Riesling noch so lang, wie es geht, erhalten bleibt. Genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, so ganz langsam und entspannt, wenn Sie auch alle Ihre Gläser so langsam ausgetrunken haben. Wie gesagt, wir machen das alles mit ganz viel Ruhe, also stressen Sie sich bloß nicht. Wenn wir zu schnell sind, dann können Sie auch ruhig in den Chat reinschreiben, dass wir ein bisschen langsamer machen. Aber ansonsten, wenn niemand mehr was zu sagen hat, die Frage in die Runde, dann können wir ja einfach den Platz tauschen, Stefan. Genau, dann tauschen wir einfach den Platz. Genau. Wir machen jetzt auch noch einen kleinen Film, also da können Sie auch auf jeden Fall gespannt sein und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben uns neu organisiert. Ich habe einen neuen Winzer neben mir stehen, aus dem Weingut Weiler-Fendel. So ist es, ja. Mein Name ist Stefan Fendel aus dem Weingut Weiler-Fendel. Und ja, wir sind in Oberwesel und in Niederheimbach ansässig, also auch hier im Heimbachtal.
Und ja, wir sind jetzt nicht so jugendlich frisch oder noch nicht existent wie der Christos oder ganz jung wie die Anne, sondern wir haben ein bisschen mehr Tradition hinten dran. Also vom Weinbau her bin ich jetzt die 15. Generation, also seit über 400 Jahren waren wir Weinbau und haben auch eine relativ große Fläche für den Mittelrhein, also schon mittlerweile 15 Hektar im Steillagenweinbau. Und wir werden jetzt, bevor ich viel erzähle, definitiv mal gleich einschenken, weil trotz das Wetter, dass das Wetter jetzt hier regnerisch ist, haben wir den absoluten Sommerwein jetzt gleich, weil Rosé ist das Getränk, was zurzeit am angesagtesten ist, ob es ein trockener, ein halbtrockener oder ein fruchtig milder ist. Wir haben jetzt den fruchtbetonten, feinherben Rosé bei uns im Glas oder kriegen ihn gerade ins Glas. Und ja, bevor ich viel erzähle, sage ich einfach nur erstmal Prost an alle draußen und hier. Zum Wohl. Zum Wohl. Sie machen es genau. Ja, macht richtig Lust auf den Sommer, wenn man so die Farbe schon betrachtet. Schade mit dem Wetter. Uns wird's, hätte gerade alles gepasst, aber wir denken uns den Sommer. Ab morgen gerade. Ist wieder schönes Wetter, genau. Macht gar nichts. Ja. Spätburgunder Rosé. Haben wir hier, Spätburgunder ist die Grundsorte von allen Burgundersorten, das heißt Grauburgunder, Weißburgunder oder auch Chardonnay sind als Mutanten vom Spätburgunder entstanden. Und der Spätburgunder ist auch eine wunderbar vielseitige Traubensorte, also ob schon als Spätburgunder Rotwein, sehr vollmundig nach einer Maischegärung oder als Blanc de Noir, was man ja auch ganz viel findet, was auch total modern ist mittlerweile, Blanc de Noir trocken, halbtrocken, also weiß gekeltert, weil die Farbe des Spätburgunders ist nur in der Haut und das Fruchtfleisch ist weiß. Und die Blanc de Noir Richtung weißgekälteter Spätburgunder ist zum Beispiel die Grundsorte von fast jedem Champagner. Also dieses vollmundige, interessante hat wirklich der Spätburgunder 1A zu bieten. Und das ist also vom Rosé-Typ, vom Weißherbst-Typ immer der fruchtigste, was man haben kann. Das haben wir jetzt hier auch. Also wir haben einen sehr fruchtigen, nicht trockenen. Wir haben bei uns im Weingut 3 Stück, einen trockenen, einen fruchtigen und einen ganz süßen Rosé. Und wir haben jetzt hier den feiner fruchtigen. Mit 25 Gramm Restzucker, also genau das süffige Pendant zu einem Sommertag. Ob ich den als Schorle trinke oder ihn pur trinke, das ist der typische Sommerwein, den man wirklich jetzt, wenn das Wetter dann ab morgen wieder schön ist, wirklich wunderbar genießen kann. Ob auf Terrasse oder im Garten oder einfach nur so, das hat was sehr, sehr Fruchtiges. Und diese Fruchtnoten, diese Waldbeerennoten, Walderdbeerennoten entwickelt der Spätburgunder halt unheimlich gerne und hat sowas total Interessantes, ja. Vielleicht sage ich nochmal Prost und dann ein bisschen was zu unserem Betrieb. Stefan? Ja. Ja, Sie sehen jetzt hier so ein bisschen was, wie gesagt, Niederheimbach, Oberheimbach und auch in Oberwesel. Sie sehen jetzt die Oberweseler Liebfrauenkirche und unseren Betrieb in Oberwesel, wo unser Weingut ansässig ist. Links sehen Sie den Verkaufsraum. Und rechts oben sehen Sie bei einer kleinen Weinprobe eine kleine Verköstigung. Da fangen unsere Weinproben an und da sind wir ansässig. Und da beginnt es Gott sei Dank wieder jetzt offiziell auch mit aktiven Weinproben. Nicht nur Online-Weinproben wie heute Abend, das ist auch ganz schön. Aber wir freuen uns alle sehr, 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 dass es wieder aktiv losgeht. Ich hatte heute auch schon eine um 3 Uhr und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, wieder aktiv die Leute auch begrüßen zu dürfen. Aber es macht natürlich auch viel Spaß zu sehen und zu wissen, dass Sie zu Hause irgendwo in Deutschland die Weine mit uns zusammen genießen. Man kann das Weindate nicht feiern dieses Jahr und dann machen wir es halt online und sind so in ganz Deutschland unterwegs. Stefan? Okay. Das Wichtigste, wo wir alle von zehren, was für uns das Allerwichtigste ist, kein Weinbaubetrieb kann irgendwie existieren, wenn die Familie nicht dahinter steht. Und Sie sehen meine kleine Familie auf der linken Seite, also meine Frau Tanja und mein Sohn Moritz und Maja, die jetzt durch das Homeschooling sogar ein bisschen mehr im Weinberg tätig sein durften, wollten, mussten, wie man das auch so mehr nennt. Ja, also das ist dann bei der Chardonnay-Weinlese letztes Jahr gewesen, das Bild. Und rechts sehen Sie so ein bisschen das, ja, der Kleine da vorne, das ist dann der Stefan, der vor Ihnen jetzt mit dem Mikrofon steht. Der hat keinen Spaß am Arbeiten gehabt, da war er vielleicht 3 war er da. Er hat sich nur um die Trauben gekümmert und hat sie aufgegessen, das war auch wunderbar, hat ihm gut geschmeckt. Hinten dran mein Vater und rechts nebendran, wie immer, super gekleidet mit Schlips und Krawatte und Anzug. Mein Großvater, selbst im Weinberg hatte er die schönsten Klamotten an, es war ihm ganz wichtig, immer adrett gekleidet gewesen zu sein.
Und ja, diesen Weinberg haben wir immer noch mittlerweile neu bepflanzt, ja, aber es ist wirklich eine wahnsinnige Sache. Und so wird die Tradition gepflegt und das ist auch ganz, ganz wichtig. Man lernt ganz, ganz viel aus der Familie. Noch viel mehr, wie man sonst irgendwie lernen kann. Und das ist wirklich ganz wichtig. Hier sieht man dann das heutige Team, was man braucht, also ganz viele Mitarbeiter, die man braucht bei uns. Die 16 Hektar, die ich habe, sind oft nicht im Direktzug zu bewirtschaften, weil es alte Weinberge sind und ganz eng gepflanzte Weinberge und die müssen wir mit der Hand bearbeiten. Und das ist jetzt ein Bild aus der Weinlese, wo der Ewald aus Dellhofen dabei ist, unser Senior, der mithilft. Der Thomas ist dabei, mein polnischer Mitarbeiter, der jetzt mittlerweile schon 10 Jahre bei uns beschäftigt ist. Also ganz viele fleißige Hände, fleißige Kräfte, die uns helfen. Links oben ist die Weinlese-Abschlussfeier, wo wir dann starten. Nach der erfolgreichen Weinlese geht dann ein schönes, munteres Fest zustande und das ist wirklich eine feuchtfröhliche Veranstaltung, wo wir uns eigentlich die ganze Weinlese drauf freuen. Wenn es dann endlich alles gut geklappt hat, und dann können wir auch ein schönes Fest feiern. Ja. Da waren wir jetzt vorhin, war ich mit einer kleinen Gruppe. Das ist unsere Weinprobierstube bei uns im Weinkeller, ein historischer Gewölbekeller. Da wird halt draußen das Buffet aufgebaut, wenn es gewünscht ist. Und drin in der Probierstube, was Sie oben rechts sehen, sitzt man, probiert man, vergisst die Zeit, Stunde um Stunde geht, Wein um Wein, Sekt um Sekt. Und auf einmal kommt man raus und denkt dann, es ist noch hell. Ja, also diese Reaktion gibt es ganz oft. Ja, und wenn Sie Lust und Zeit haben, gerne mal gesehen in Oberwesel oder am ganzen Mittelrhein. Wir alle Winzer würden uns sehr, sehr freuen, Sie nicht nur online zu sehen in Ihren Wohnzimmern, sondern wenn Sie mal bei uns vorbeikommen würden. Mittelrhein hat wirklich viel zu bieten. Zum Beispiel in Oberwesel findet alle 2 Jahre an Pfingsten das Spektakulum statt, also ein mittelalterliches Fest, was wirklich sehr, sehr schön ist. Die ganze Stadt wird mittelalterlich mit Stroh ausgelegt, die ganzen Laternen werden abgehängt, also man wird aus Fässern wird der Wein gezapft, aus Tonkrügen wird er getrunken. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, das Ganze zu erleben und ein wunderbares Familienfest, was man da erleben kann. Oder zum Beispiel, was für dieses Jahr noch theoretisch ansteht, am 2. und 3. Wochenende im September ist unser Weinmarkt, unser Weinfest in Oberwesel. Normalerweise mit Feuerwerk, mit reinen Flammen, das ist abgesagt, aber Corona-bedingt ist das abgesagt. Aber unser Weinfest selbst könnte noch stattfinden, wenn uns die Landesregierung es erlaubt. Und normal sind dann 10, 15, 20.000 Leute in der Stadt. Das wird dies ja nicht möglich sein. Aber wenn wir die Weinlauben stellen können und vielleicht mit oder ohne Tanzbühne, muss man mal schauen, findet zumindest vielleicht ein kleineres Weinfest statt, wo dann bis zu 5.000 Leute kommen dürfen. So ist im Moment die Maßgabe der Landesregierung, dass das wahrscheinlich erlaubt sein wird. Und das ist wirklich ein wunderbares Fest. Und es wäre wirklich an der Zeit, dass wir alle mal wieder ein schönes Weinfest feiern. Sowohl die Winzer als auch die Gäste würden sich sehr, sehr freuen. Also das wäre zweites, drittes Wochenende im September. Ja, das ist ein Teil des Mittelrheins, das ist die Mittelrhein-Riesling-Charta. Da sind 22 Betriebe, haben sich vereinigt, um den Mittelrhein nach außen ein bisschen mehr darzustellen, um die Rieslingreben mehr darzustellen, um das UNESCO-Weltkulturerbe zu erhalten. Und wir haben 3 Profilweine entwickelt, Handstreich, Felsenspiel, Meisterstück. Der Handstreich ist feinfruchtig, Riesling-Kabinett, wie wir ihn vorhin schon besprochen haben, feinfruchtig, aber trotzdem mit wenig Alkohol. Feldenspiel ist so eine halbtrockene Riesling-Spätlese, so das typische, der typische Wein, wofür der Mittelrhein bekannt ist. Und das Meisterstück, ein grandioser, trockener, voll aussagekräftiger, intensiver, trockener Riesling. Auch ein Wein, der 10, 15, 20 Jahre lagern kann und dann immer wieder besser und besser wird. Und ja, es ist eine gute Gemeinschaft, die wirklich Spaß an der Sache hatte. Wir waren in der Wachau zusammen und haben die Wachau erlebt, in der Binea-Wachau. Das war letztes Jahr vor Corona. Das war eine schöne Sache. Und ja, das ist wirklich ein schönes Stück Mittelrhein. Das ist unsere Jahrgangspräsentation von der Riesling-Charta, die stattfindet oft entweder auf Maria Ruh in Oberwesel-Urbar oder auch schon in Koblenz auf der Ehrenbreitstein, wo man da sehen kann, da kann man 75 Weine probieren und nach dann wirklich entdecken. Und rechts unten sehen Sie, da haben wir auch noch Hoffnung, dass es dieses Jahr stattfinden könnte, die Fackelwanderung in Oberwesel-Dellhofen. 5, 6, 7 Betriebe, wir wandern dann von Betrieb zu Betrieb durch die Weinberge mit Fackeln und haben dann die verschiedenen Betriebe mit ihren Weinen, wo man dann probieren kann, mit Abendessen, mit Nachschlag nachher, was Süßes dabei und Käse dabei. Also wirklich interessante Sache, wo man wirklich, das ist am 20. November, wenn es stattfinden darf, man weiß es ja nicht, ob es stattfinden darf, aber wir hoffen alle sehr, wäre es am 20. November.
Und wie wir eben schon gesagt haben, Christoph hat schon viel dazu gesagt, ein bisschen was zur Rebenentwicklung. Ja, was passiert so im Jahr überhaupt bei den Reben? Ganz links sehen wir ganz klar das Knospenschwellen. Also die Knospen kommen aus der Wolle. Und das ist dann so das erste Leben in der Rebe. Von November bis März passiert gar nichts. Und irgendwann dann März, April kommt, manchmal auch erst im Mai, kommt es dann so der Saft in die Rebe und die Knospen kommen raus. Und dann kommen die ersten Blätter und dann geht es weiter. Dann werden die Reben gebogen und dann sieht man rechts eine Einzelfallerziehung, wo die Reben gebogen worden sind. Und dann kommt später, das ist die wichtigste Zeit, die Blüte, die Rebblüte. Die haben wir jetzt gerade hinter uns in den meisten Lagen des Mittelrheins. Da sind sie am anfälligsten. Hatten wir leider dieses Jahr ein bisschen Pech, weil das Wetter war genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Es war nass, es war feucht, es war neblig, es war, ach ja. Also wir wollen mal gucken, was der Mehltau dieses Jahr alles bringt. Wir tun unser Bestes. Ich weiß nicht, ob Sie es hören. Ein Kollege ist hinten im Berg auch jetzt sogar noch am gesund erhalten der Reben, der probiert es zumindest. Und wenn die Blüte dann rum ist, dann hat man viel Laubwerk, wo man dann drin mitarbeiten kann. Und das Laubwerk muss dann geschnitten werden mit dem Laubschneider, wo der Ingo Oppermann vorhin gezeigt hat, wo der Tristan gefahren ist. Und dann hat man die ersten kleinen Knospen, die sieht man dann hier, die ersten Trauben sind dann zu sehen. Und links oben eine ganz wichtige Arbeit, die man mittlerweile macht. Vor 20 Jahren hat sie noch keiner gekannt. Mein Vater hat immer gesagt, das ist Quatsch, das braucht man nicht, aber es hat sich total überlebt. Das Entblättern ist eine der wichtigsten Arbeiten, die wir brauchen, um die Trauben freizustellen, damit sie Luft kriegen, damit die Sonne drauf strahlen kann, da wird die Traubenhaut abgehärtet, dann kommt kein Sonnenbrand, weil man frühzeitig, das geht wie den Menschen, der Mensch, der im März schon in die Natur rausgeht und im April und Mai, der wird im Juli keinen Sonnenbrand kriegen, aber wer im Juli auf einmal nur vor die 35 Grad Sonne geht und der kriegt Sonnenbrand. Und das geht den Trauben ganz genauso. Die Trauben wollen auch früh an die Sonne gewöhnt werden und dann entwickeln sich ganz andere Aromen. Und links unten und rechts unten, da geht das Winzerherz auf. Das ist eine Riesling-Traube, par excellence, vollreif, schön goldgelb. Und da freuen wir uns. Da sehen wir an der Traube, sehen wir Winzer schon, dass das ein toller Traubensaft, ein toller Wein wird. Und das ist dann wirklich der Lohn der Arbeit, den man sich das ganze Jahr gemacht hat. Und das ist der Lohn der Arbeit, wenn es dann soweit ist. Das ist dann die Weinlese. Alle Mann packen mit an. Rechts oben der Moritz sogar beim Büttchen ausleeren. Da war er noch ein bisschen kleiner. Da kam er gerade so mit der Kiste in den Traubenwagen rein. Links die Lesemannschaft beim Korber Rostein, den wir da gelesen hatten. Und ja, das ist halt wirklich 4-5 Wochen ganz, ganz starke Arbeit, wo man dann leisten muss, bis man dann, wie beim ersten Bild gesehen, zum Weinabschlussfest feiern kann. Und das ist so ein bisschen der Durchlauf des Jahres, was der Winzer und seine vielen, vielen Helfer, wir wären alle aufgeschmissen ohne unsere Helfer, die Familie zuerst und unsere Mitarbeiter danach, da wären wir alle nichts. Und dann kommt dann am Schluss, wenn man sich gut angestrengt hat und in meinem Keller dann noch ein bisschen gearbeitet hat, vielleicht ein leckerer Rosé bei raus. Viel geredet, deswegen muss ich jetzt nochmal zum Rosé greifen, damit ich einen Schluck nehmen kann. Und ja, das ist jetzt das, was dann am Schluss rauskommen kann. Prost! Du bist leer. Ah, okay. Ja, auch hier wieder ein sehr, sehr leckerer Wein, ein sehr fruchtiger Wein, purer Sommer, pure Verkörperung des Sommers. Da kann man sich wirklich nur auf die nächsten Tage auf der Terrasse freuen. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen was übrig heute Abend in der Flasche. Der Rosé hat auch den Regen vertrieben. Auf einmal kommt gleich kommt die Sonne wieder raus. Ja, ja, ja. Hätten wir vielleicht als erste Probe nehmen sollen. Ja, genau. Ja, falls Sie noch Fragen zu dem Wein haben, dürfen Sie sie auch jetzt gerne stellen. Vielleicht können wir ja noch mal auf den Rosé eingehen. Wir hatten ja die Traube schon mal angesprochen. Ist ja eine besondere Traube. Hat ja die dunkle Schale, heller Saft, wie wir ja schon gehört haben. Aber wie kriegt man denn jetzt den Roséton in den Wein? Der Roséton, also die lachsfarbene Farbe, kommt dadurch, dass man in ein bisschen 3, 4, 5 Stunden Saft- und Hautkontakt hat. Das heißt, die Haut ist ja diejenige, die die Farbe bringt. Und wenn man ihn sofort abpresst oder ablaufen lässt, dann hat man den Blanc de Noir. Wenn man ihn 10, 12, 14 Tage auf der Weiche
gären lässt, dann kriegt man den roten, weil man dann die rote Farbe aus der Haut rauszieht und hat dann die schöne Spätburgunder Rotweinsorte. Und beim lachsfarbenen Rosé hat man das so 3-4 Stunden, dass man so eine leichte Farbe hat. Und deswegen ist es auch immer so die Symbiose. Es ist kein roter, es ist kein weißer, sondern es ist der Rosé. Genau. Und das macht das jugendlich Frische von dem Rosé aus. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten jetzt auch gerade eben ein bisschen den Einblick in das Weingut bekommen, einige Bilder gesehen und es steckt ja schon eine ganz schön lange Geschichte dahinter, hinter eurem Weingut. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was drüber. Wie alt sind die ältesten Rebstöcke? Was habt ihr da so? Ah, die ältesten Rebstöcke sind wirklich sehr, sehr alt. Das hatten wir eben beim letzten Bild, der Leseabschluss im Kauber Roststein, das ist auf der rechtsrheinigen Seite gelegen. Das sind Rebstöcke, die sind über 100 Jahre alt. Also das sind noch wurzelechte Reben, über 100 Jahre alt. Da ist natürlich von großem Ertrag nicht mehr viel zu sehen. Also ich sage jetzt mal eine Zahl, ungefähr 20% von einer normalen Ernte habe ich im Kauber Roststein. Aber wenn ich dann die Wurzeln habe, die nachweislich 10, 12, 15 Meter tief in den Boden gehen, dann entwickle ich natürlich ganz andere Mineralstoffe, die diese Wurzeln rausziehen können und habe dann viel dichtere, viel extraktreichere Weine. Das ist dann schon was Besonderes. Und dahin muss man auch zum Beispiel über den Rhein drüber, dann über die Bahnschiene drüber, bis man dann endlich im Weinberg gelandet ist. Also es ist schon ein Haufen Arbeit, aber es ist jedes Jahr immer meine beste Traube, mein bester Wein. Also im Roststein wächst einfach dann für mein Weingut immer der beste Wein. Und das ist schon, das ist dann der Lohn dafür, dass man sich die Arbeit aufnimmt. Und, auf jeden Fall. Ja, so die Highlight des Winzerjahres, das Traubenlesen, ist immer mit ganz viel Freude verbunden. Die Familie kommt zusammen und ja, man freut sich einfach auf den neuen Jahrgang. Ist wie ein Fest normalerweise, oder? Bei euch auch? Es ist ein wunderbares Fest. Das Problem an dem Fest ist, es ist sehr arbeitsintensiv und man kriegt fast keinen Schlaf. Also 3-4 Stunden ist so das Höchste, was man in der Weinlese an Schlaf hat. Und das über 4-5 Wochen verteilt. Es ist dann schon eine Tortur, aber man hat den Lohn der Arbeit des ganzen Jahres vor sich. Und deswegen freut man sich tierisch auf die Weinlese. Also das ist einfach so, ja. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich habe letzten Jahres ein Wein fürs DWI gemacht, fürs Deutsche Weininstitut, in dem ich so ein bisschen unser Anbaugebiet vorstellen sollte. Und da war ich auch in Oberwesel. Und da ist mir was ganz Besonderes aufgefallen. Ihr habt ja dieses Hufeisen bei euch. Vielleicht weißt du da diese Geschichte mit dem Teufel und dem Hufeisen. Bin ich raus. Ich bin gebürtiger Niederheimbacher, bin vor 30 Jahren nach Oberwesel gekommen. Ja. Ich muss mich jetzt outen. Ja. Die Hufeisengeschichte kenne ich nicht. Das war mir bisher nämlich auch ganz neu gewesen. Deshalb habe ich gedacht, ich spreche sie nochmal an. Aber da müssen Sie mal, können Sie ja mal schauen im Internet, die Geschichte des Hufeisen und des Teufels. Ich fand das nämlich so witzig damals. Und da habe ich gedacht, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es auch nicht angesprochen. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe. Ich mache ja die eine oder andere Touristenführung in Oberwesel. Also das ist halt so gewesen, die Oberweseler Winzer mussten immer ihren Anteil an den Teufel abgeben. Und der ist über die Jahre halt immer dreister geworden und wollte immer mehr haben. Und die Oberwesler sind halt immer schon immer sehr schlaue Leute gewesen. Und da ist einer dann auf die Idee gekommen, doch Weihwasser unterzumischen. Und dann hat der Teufel davon getrunken und hat sich so geschüttelt und erschreckt und verbrannt, dass er fest aufgestoßen hat und da ist von seinen Hufen ein Hufeisen auf dem Oberweseler Weinmarkt hängen geblieben und seitdem kommt der Teufel auch nicht mehr nach Oberwesel. Fand ich eine ganz tolle Geschichte, aber ich wusste es auch nicht mehr so genau, deshalb wollte ich es nochmal ansprechen, aber danke. Man lernt immer was Neues dazu. Wunderbar. Ja, ich habe gerade eben noch keine Frage gelesen, aber einen Kommentar und das möchte ich gerne mal vorlesen. Hier steht, der Litos ist wirklich großartig, auch wenn die anderen uns super geschmeckt haben. Das Kompliment dürfen Sie gerne weitergeben von Robert Wolf. Na, wunderbar. Konnte ich nicht anders so gut in Worte fassen. Ja. Dann dürfen Sie jetzt auch gerne nochmal Kommentare schreiben. Wie hat Ihnen die Weinprobe vielleicht auch gefallen? Haben Sie schon öfter Online-Weinproben gemacht? Und wie schmeckt Ihnen jetzt unser aktueller Wein? Haben Sie noch Fragen zu unseren Winzerinnen und Winzern? Dürfen Sie gerne jetzt uns noch mitteilen.
Ich muss jetzt auch nochmal probieren. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was im Glas. Ja. Ich sage auch mal noch was zum Wein. Also der ist wirklich sehr schön. Ich habe auch nicht gedacht, dass der 25 Gramm hat. Ich hätte sogar ein bisschen mehr vermutet tatsächlich. Aber der hat wahrscheinlich, 20 war ja wieder ein bisschen abgepuffert da in der Säure. Ich weiß nicht, wie viel Säure hat der denn, Stefan? 5,2. Ah ja, 5,2. Okay, also für die Cracks unter Ihnen, die wissen dann ungefähr, was das bedeutet. So ein Riesling. Also ich glaube, meiner hat, also der Trockene natürlich und noch ein Riesling und kein Burgunder. Der hat, dann hat, glaube ich, 8,5 oder sowas. Also da sind wir natürlich groß im Unterschied. Aber es ist super schön erfrischend und ich fühle mich fast wie 30 Grad hier wieder. Ja, ich hoffe auch, soweit hat Ihnen die Weinprobe gefallen. Ich finde den Wein auch ganz klasse. Also so dieses fruchtige, auch Erdbeere. Ich muss mir nochmal nachschenken, sonst kann ich das nicht beurteilen. Christoph? Dankeschön. Ja, wir trinken alle noch mal einen kleinen Schluck, würde ich sagen. Genau. Zum Abschluss. Genau. Mit Freunden trinkt sich am schönsten. Genau. Es kann auch nichts passieren, weil es ist kein Alkohol, habe ich vergessen zu sagen, in dem Wein ist es kein Alkohol, aber es ist nur die Flasche, die hier steht, also Sie zu Hause haben den Alkohol, weil wenn der Winzer die Flasche aufschraubt, verfliegt in dem Moment, wo der Winzer aufgeschraubt hat, der Alkohol und dann können wir Winzer, deswegen vertragen wir so viel, können wir die Flaschen alle leer trinken und werden nie betrunken. Deswegen können wir unheimlich gut, wunderbar Weinfeste feiern, es passiert überhaupt gar nichts. Jetzt musst du der Winzer die Flasche aufschrauben und dann ist alles gut. Sie müssen ja auch nicht mehr heute Abend fahren, hoffe ich mal. Vielleicht haben Sie sich auch zusammengesetzt, aber ja, da können Sie ja jetzt auch nochmal mit uns den letzten Anstoß machen für heute Abend. Ich sage nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wenn dann richtig. Genau. Nochmal zu Ihnen nach Hause. Da ist die Frage des Weindates, des Termin des Weindates nächstes Jahr. Wenn wir nicht richtig mit, ist es Pfingsten. Kann das sein? Pfingsten 2022 haben Sie dann die Möglichkeit, 3 Tage lang Spektakel umzufeiern und einem Tag das Weindate zu genießen. Also Sie müssten eigentlich rein theoretisch eine Woche am Mittelrhein Urlaub machen. Ich denke, das lohnt sich definitiv. Nächstes Jahr 100%. Ja, da hat auch jemand geschrieben, das müssen Sie sich dann schon mal notieren, da stimme ich auch ganz voll zu. Also einfach mal im Kalender reinschreiben, wir hoffen alle, dass es wieder stattfindet. Drücken die Daumen, auch jetzt so gegen Ende des Jahres, Sommer, vielleicht das ein oder andere Weinfest, man weiß es nicht. Vielleicht sieht man sich ja auch nochmal hoffentlich persönlich. Wir hoffen drauf. Genau. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich auch nur sagen, also sehr fruchtig, auch so Himbeer, Erdbeere, was ja auch so ein bisschen für einen Spätburgunder, für einen Rosé so ein bisschen typisch ist, aber auch natürlich wieder diese kleine Restsüße, die da noch zum Vorschein kommt, was das alles so erfrischend macht, ein schöner Terrassenwein, auch zum Essen. Wir haben noch gar nicht so viel über das Essen geredet heute Abend. Kann man, fällt mir gerade so ein. Normalerweise ist das auch immer ein großes Thema bei so einer Online-Weinprobe, aber jetzt hier so ein Rosé, da kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Also so zum Grillabend kann man Grillabend geht wunderbar. Ja, ein schöner Sommersalat empfehlen. Kannst genau. Du wunderbar dazu haben. Ja. Zu jeder Pizza kannst du es wunderbar trinken. Also das ist auf der Terrasse perfekt. Ja, da können Sie sich ein bisschen ausprobieren. Ja, dann würde ich auch so langsam, vielleicht hat der ein oder andere ja gerade noch eine Frage. Ah, es gibt schon viel mehr. Danke für die tolle Weinprobe. Ihr werdet immer besser. Das hören wir doch sehr gerne. Ich wollte es gerade sagen. Also so ein Kompliment. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir auch schon langsam leider zum Ende. Es hat wirklich wieder total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch ein bisschen was in der Flasche übrig für heute Abend. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen weiter probieren, denke ich mal, noch ein bisschen was dazu essen, uns da auch ein bisschen ausprobieren und andernfalls helfen unsere Winzer Ihnen auch gerne nochmal aus, wenn ein bisschen was am Bein fehlt. Also da bin ich ganz optimistisch. Einfach melden und da kommt dann der Nachschub. Anruf genügt. Genau. Nur nicht scheuen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen weiteren Abend. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Anmeldung. Ich hoffe, Sie hatten zu Hause im Wohnzimmer auf der Terrasse genauso viel Spaß wie wir auch. Und ich hatte es schon mal angesprochen, vielleicht sieht man sich ja persönlich, würde mich auf jeden Fall freuen. Und machen Sie es gut, bleiben Sie weiterhin gesund. Eure Winzerinnen und Winzer und eure Mittelrhein-Weinkönigin Marie. Tschüss, danke. Tschüss.